Hi, ich bin Mia Julia, bekannt geworden als Mia Magma und ich gucke Pornopedia TV. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Pornopedia TV. Ich bin hier im Pulverfass, wo heute die Penthouse-Party steigt. Und neben mir sitzt Mia Julia. Mia, hallo. Hi. Grüß dich. Einen schönen Abend euch. Sag mal, du hast aufgehört, Pornos zu drehen, habe ich gehört. Ja, ich habe aufgehört. Was ist da los? Was ist da los? Es war schön, es hat Spaß gemacht. Ich habe meine Neugierde befriedigt und jetzt geht's weiter. Ja. Es muss ja immer weitergehen. Ich meine, ich kann ja nicht Filme machen, bis ich 50 bin. Und jetzt haben sie so viele gute Sachen angeboten, dass ich jetzt immer sage, jetzt gehe ich den Schritt einfach in eine andere Richtung. Darfst du schon ein paar Sachen verraten oder ist das noch geheim? Also ich mache ja jetzt ganz viel Musik. Ja. Also ich trete ja auch am Ballermann auf, im Bierkönig. Dann bin ich DJ. Also ich bin immer noch ein bisschen nackt. Oder was heißt ein bisschen? Ich bin immer noch nackt. Ja. Das lasse ich mir nicht nehmen. Sehr gut. Und ja, fürs nächste Jahr sind die ein oder anderen Verträge schon bei den diversen Sendern unterschrieben. Da darf ich auch noch nicht mehr verraten. Okay. Wie bist du eigentlich auf die verrückte Idee gekommen, Pornodarstellerin zu werden? Ja, wie bin ich da drauf gekommen? Also mein Mann und ich bin 7 Jahre mit ihm zusammen, fast vier Jahre sind wir jetzt verheiratet. Wir waren, ja, bevor wir geheiratet haben, waren wir sehr aufgeschlossen, sexuell, wie auch immer, ja, sehr neugierig und waren dann eben in diverse Swingerclubs unterwegs, auf, ja, einfach so Party-Swinger-Szene. Und irgendwann habe ich eine Darstellerin kennengelernt und ich fand es so aufregend und spannend. Und ich habe sie die ganze Zeit ausgequetscht und dann habe ich irgendwann gesagt, ich will das auch machen. Also wirklich just for fun und ziemlich da reingerutscht. Wie war dein erster Dreh? Was hast du dabei gedacht? Was habe ich dabei gedacht? Der war eigentlich, also was heißt eigentlich, der war super und es hat total viel Spaß gemacht. Es war in Berlin und es war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich blau gemacht habe. Ich habe Friseurin gelernt und ich habe das allererste Mal blau gemacht und das war eigentlich das Einzige. Du warst noch Studentin oder was? Nein, ich habe Friseurin gelernt. Ach so. Genau und da hatte ich so Schiss, dass das rauskommt und ich hatte so ein schlechtes Gewissen, weil man das ja nicht macht, ja. Gehört sich nicht. Nein, das gehört sich nicht. Aber der Dreh an sich war total easy und total locker. Und ich meine, dass mir Leute beim Sex zuschauen, das kannte ich ja schon. Haben denn dann Leute von der Arbeit was davon mitbekommen letztendlich? Oder? Nein, ich habe dann aufgehört und dann habe ich es erzählt. Sehr gut. Wobei die eine oder andere Kollegin wusste schon, aber die haben schön geschwiegen. Wie ist das so aufgepasst worden von denen? Waren die entspannt? Die einen waren natürlich, die fanden es cool. Und die anderen waren so ein bisschen, was? Ja. Und dein Mann ist auch da relativ tolerant, ja? Also das, mein Mann ist sehr tolerant, ja. Hättest du umgekehrt ein Problem damit, wenn er drehen würde? Er hat auch in so, ein paar Filme gedreht und das war kein also Thema. Also mit mir mitgedreht, aber natürlich waren dann auch die anderen Mädels auch dabei und es ist natürlich, hat mir Spaß gemacht und ja. Was hast du an deinem Beruf am meisten gemocht, Pornostar zu sein? Dass man viel unterwegs ist, weil ich habe auch viele Erotikmessen mitgemacht und ja, einfach anders zu sein. Was hast du nicht so gerne gemocht? Was habe ich nicht so gerne gemocht? Dass die deutsche Pornoszene einfach nicht so ganz geschätzt wird, sagen wir es mal so. Also die Mädels ruckeln und machen und tun und reißen sich quasi den Arsch auf, ja, aber es wird halt leider nicht so gut getan. Das ist das, was die Regisseure und die Firmen und Produzenten echt ändern sollten, ja. Wie war dein erster Sex? Wie war mein allererstes Mal? Ich sag mal so, 2 Chaoten auf einem Haufen. Sehr gut. Ja. Was war dein verrücktester Sex? Mein verrücktester Sex, ich habe Pornos gemacht, ich meine. Wie sieht ein typischer Tag in deinem Leben aus? Ich bin immer jeden Tag woanders. Was machst du in deiner Freizeit? Wenn ich mal frei habe, dann verbringe ich die Zeit mit meinem Mann. Und wenn es zulässt, dann mit Freunden oder beim Skifahren oder ja. Ich danke dir ganz herzlich für das Interview. Ja, danke schön. Viel Spaß noch heute Dankeschön. Abend. Euch und, auch. Ja, wir sind am Ende der Sendung. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du Bock hast, abonniere und kommentiere. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.